So, da sind wir wieder. Heute spielen wir Season, also Saison, den Saisonmodus. Mit Real Madrid spiele ich. Ich bin jetzt schon in der sechsten Liga. Wenn ich heute gewinne, dann bin ich in der fünften Liga. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich nicht aufgenommen habe. Also, ne, die ganzen Spiele. Das liegt einfach daran. Ja, es war einfach ein Fehler von mir, dass ich es nicht gemacht habe. Ärgere mich jetzt immer noch. Aber naja, wir spielen mit Real Madrid. Und ich bin dann mal gespannt, wie das so ablaufen wird, das Spiel. Weil ich habe ja die ganze Zeit nicht aufgenommen, wenn ich nicht aufnehme. Und zwar diesen Modus hier, dann gewinne ich immer. Eigentlich. So. Das ist Bayern, da wird es nicht so einfach. Gerade wenn einer skillen kann. Wie der hier etwas. Mit Ribéry. Oh. Böse. Ja. Lahm, jetzt kommt die Flanke zu Mandzukic, aber den haben wir. Haben wir geklärt. Na, war das kein Abseits von Ribéry? Ah, wer der Gegner ist am Drücker. So, oh. Ah, Mist. Habe ich auch schon mal eine Formation hier, nicht Formation, die individuelle Taktik da ausgewählt. Warte mal, ich muss gucken, jetzt, ah Mist, wollte ich es gerade machen, so, hatte ich bestimmt schon. Alter, der ist wirklich gut. Ich kriege jetzt auch schon wieder nichts auf die Reihe, ey, das ist doch wirklich unglaublich. Jetzt macht er gleich ein Kopfballtor. Sehe es schon kommen. Noch nicht. So. Ja, Götze. Klar. Ronaldo starten. Ronaldo. Ah, Mist. Ich wollte nach hinten ziehen und dann kommt der Schweinsteiger mit seinem langsamen Tempo und dann hat der den Ball. Ja, ist ja abseits. Genau, ich wollte eigentlich zu Bale passen, aber er muss nach Ronaldo spielen. Das ist doch immer ätzend. Ah, Mann, ich hasse es. Also deswegen haben die ja die neue Engine für die neuen Konsolen dann. Das heißt, die Spieler werden schlauer sein als wie jetzt. Das ist aber nur auf der neuen Engine angeblich möglich. Deswegen konnten sie es auf den anderen, also PlayStation 3, Xbox 160 und auf dem PC nicht machen. Weil sie angeblich, ja, was angeblich nicht geht. Also das ist doch auch schon wieder ein Witz, oder nicht? Da kannst du mir doch sagen, was du willst. Das ist Leute verarschen einfach. Weil dann müssen sie das einfach mal so hinprogrammieren, dass sie ein bisschen logischer denken können, diese Spieler. So, Bale, Flanke, Ronaldo, Neuer. Nochmal Ronaldo, da ist das 1 zu 0. Sehr schön, Cristiano Ronaldo. Erstmal was trinken. Sehr gut. Also, die erste Parade war wirklich gut von Neuer. Die hier. Aber die dann, ja, die war dann halt drin. Ja, ein bisschen unverdient, weil ihr kennt mich ja selber. Wenn ich da mit der Statistik immer, wenn ich da immer fluche, wie scheiße die aussieht. Aber der macht eh gleich das Tor. Ich sehe es schon kommen. Mandzukic, Tor. Oder Dante. Vielleicht auch Götze. So, Achtung, Achtung, Achtung. Oh, geklärt. So. Ab nach vorne. Aber nicht mit Ramos. Ich warte. Zu lange. Und das war scheiße. Ich wollte eigentlich oben nach Marcelo, aber er muss ja nach Ramos passen. Wollte diese Flanke da schlagen. So. So.
Also irgendwie weiß ich nicht, wie die Spieler hier gerade sind. Die sind irgendwie nicht so wie sonst. Jo. So. Ah, komm. Der geht jetzt hier mit Götze durch, ey. Da kriegt er jetzt noch einen Eckball. Nee. Weil manche Schiedsrichter pfeifen dann auch auf einmal einen Eckball. Oder geben auf einmal einen Eckball, obwohl es keiner war. Also, immer aufpassen. Jetzt. Ah. Oder da hat schon abgebremst. So. So haben wir. Oh, jetzt rennen sie sich dann noch selber um, ey. Weißt du, dann, das ist jedes Mal so, ne? Ohne Witz. Bis zur sechsten Liga. Da kommen immer so welche Scheißflanken in die Mitte. Das ist immer so. Die rennen immer außen durch. Ja, mache ich ja auch selber, weil ich ja aktuell noch keine andere Möglichkeit habe. Weil, guckt euch das an. Die Spieler machen einfach nicht das, was ich will. Und zwar vernünftig spielen. Na, jetzt hast du hier mal eine Möglichkeit. Ich meine, da wirst du umgegrätscht, gibt gar nichts. Hier, na, ich versuche ja immer wieder das zu machen, was ihr mir in die Kommentare schreibt, von wegen besser schießen. Und wenn man dann bei so einer Situation dieses Doppel-B drückt und dann, ne, umgegrätscht wird, wo man eigentlich laut den Regeln einen Elfmeter für bekommt, weil man ja ganz klar gefoult wurde. Kannst du halt sagen, guckst du. Ja, da hätte ich jetzt doch nicht Doppel-B drücken müssen. Oder sollen. So, das wird nix. Benzema. Ja, der Kopfball war nicht stark genug. War kein Power-Kopfball. So, jetzt macht er gleich unten nach Ribéry. Kenne ich schon alles. Ich habe schon so oft gegen einen gespielt, der eine Bayern-Mannschaft hatte. Also ich weiß schon ganz genau, wo der hinspielt. Bloß ich komme da nicht hinterher, weil die Spieler einfach so schnell sind. Unter anderem Robben, aber er macht gleich trotzdem Kopfballtor. Das dauert nicht mehr lange. Der wechselt dann nochmal den Spieler, dass ich nochmal hinrennen kann. Gleich. War wieder knapp mit Mandzukic. Da müssen wir aufpassen. Aber wie sieht die Statistik aus? Nicht gut für uns. Ja, toll, wir haben mehr Schüsse aufs Tor, aber insgesamt nicht mehr Schüsse und er hat mehr Ballbesitz. Aktuell noch, ne? Okay. Okay. Dann drehen wir jetzt hier mal auf. Würde ich mal so sagen. So. Ah, Schweinsteiger. So. Na. Ribéry, jetzt macht er gleich ganz oben, genau zu Alaba, jetzt wieder zu Ribéry. Dann hab ich ihn schon wieder. Dann bleibt Bell stehen. Es kommt Gedira, aber der ist nicht schneller als Boateng. Aber schnell, ja. So, habe ich selbst noch verlängert, ey. So. Schöne Grätsche, jetzt ist Götze kaputt. So. Sehr gut gemacht. Jetzt kommt so eine Idiotenflanke, das seht ihr ja auch, dass er hektisch da flankt. Und schöne Parade von Ika. So.
So, gleich wechselt aber bestimmt wieder den Spieler, weil ich in der Mitte gerannt bin. Groß, den macht er. War ja klar, dass er jetzt ein Tor macht. Aber ich will da noch kommen. Ey, mal guck dir das an, ey. Erst haut er den Spieler da vor mir um, verstehst du? Und dann macht er noch so ein scheiß Tor. Weil Ika, der stand da auch sprachlos, weil er gedacht hat, wir kriegen einen Freistoß. Weil man wurde ja ganz klar gefoult und das ist halt Bayern. Das ist halt der FC Bayern. So, jetzt oben. Ah, Mann. Es steht ja aber wirklich jeder Spieler im Weg. Das ist doch wirklich ätzend, ey. Genau, Alaba. Genau. Ah, oh, Mann, Marcelo, ich drück nach vorne, ey. Der stand eben Richtung Bayern-Tor. Was macht er? Er dreht sich nochmal um und spielt ins Aus, ey. Das ist doch wirklich zum Kotzen. Weg, ey. Diese Flanken, ey. Oh, mein Gott. Und diese Pässe, was macht denn der? Der soll einen vernünftigen Pass spielen. Ich drück nur auf A und der macht da so einen Idiotenpass, ey. Ja, ich meine, zum Beispiel hier, ne, hätte jetzt der Gegner einen Freischuss bekommen. Das hatte ich schon mehrmals. Da stand nämlich mein Torwart, hat den Ball aufgefangen, so wie eben Neuer. Und dann bekam der Gegner Freischuss und ich bekam eine gelbe Karte. Grund weiß ich nicht. Also der Torwart hat eine gelbe Karte dafür bekommen, weil er den Ball dort na, in die Hand genommen hat. Genau dieselbe Situation. Oh, diese scheiß Bayern, ey. Dante war noch dran. Ja, er kommt natürlich raus mit Neuer. Wäre ja auch ein Wunder. Ah, ja, ey, mein Spieler verlängert schon wieder auf Mandzukic, ey. Das gibt's nicht. Jetzt haut er ihn natürlich rüber. Das kenne ich sehr gut. Rast sich dann immer aus, wenn ich so eigentlich mache. Oh Mann, ey, dieser Götze. Ja, Neuer ist doch eh OP, ey. Der hält hier in FIFA mehr als wir in der Realität, also. Hör auf. Jetzt kommt er wieder raus, oder was? Wir machen aber trotzdem das Tor. Wichtig. So, erstmal tanzen, ne? So, eigentlich auch mal ein Eckballtor. Also, ne? So ein schönes Kopfballtor. Zack. Ich habe wirklich schon gedacht gehabt, der kommt wieder raus, ey. Ich krieg in diesem Spiel gar nichts auf die Reihe. Weil ich kann das einfach nicht. Ich kann mich nicht aufs Spiel konzentrieren und gleichzeitig noch hier kommentieren. Das ist wirklich schwer. So, aufgepasst. Gleich kommt wieder so eine schöne komische Flanke, wo alle Spieler ins Leere springen. So. Ja, Schweinsteiger, ey. So. Wow, haben wir. Ronaldo. Ich will da immer nach innen ziehen, also so nach hinten und dann direkt vors Tor. Aber gegen zwei Spieler ist es nicht so leicht. Gerade wenn man nicht gut skillen kann. Hier könnte man auch ideal einen Rainbow machen, aber den kann ich immer noch nicht so gut.
Krise, 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 ja. Ja, endlich pfeift er auch mal für uns. Das ist doch wirklich richtig toll, ey. Ne, flanke ich einfach mal da irgendwo hin. Oh, Ronaldo. Oh, er macht ihn nicht. Und seine Flanke dreht sich natürlich ins Aus. So, komm. So. Abseits oder wie? Natürlich. Ah, ich hätte da stehen bleiben sollen. Ja, Mist. Ronaldo nochmal. 4 Minuten Nachspielzeit. Oh, guck dir das an, ey. Wie diese Sau da reinkrätscht. Oh, Mann. Der macht eh gleich noch ein Tor, ey. Kriegen wir noch einen Einwurf. Na, wer bietet sich jetzt mal an? Na komm, 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 komm. Eieiei, diese Grätschen da immer. Und wir gewinnen. 2-1. Oh, Mann. Aufstieg in die 5. Liga. Ja, guckt es euch an. Am Ende war ich trotzdem noch besser. Und wenn ich jetzt noch verloren hätte, dann wüsste ich auch nicht weiter. So. Ja, sehr gut abgeschlossen, wa? Titel Liga 6, sehr schön. Und hiervon werde ich dann auch ab und zu mal ein paar Spiele bringen. Und ja, mein Verlauf ist in Ordnung. 25 Siege, 3 Unentschieden, 13 Niederlagen. Zum Vergleich mit Ultimate Team, ne? Also, hör auf. Da schäme ich mich jetzt schon für. Schaut es euch gleich an. Hier. 57 Siege, 12 Unentschieden, 58 Niederlagen. Also, ne? In Ultimate Team komme ich überhaupt nicht klar. Der Saisonmodus, der ist schon besser für mich. Gerade mit Real Madrid und der Formation läuft das schon. Und ja, dann bewertet doch bitte das Video und dann sehen wir uns im nächsten FIFA-Part wieder. Also, bis dann.